sich Roseanne Barr, 65, mit dieser Aktion einen Gefallen getan hat? Der Star, der wegen rassistischer Äußerungen auf Twitter sogar dafür sorgte, dass das Comeback ihrer Serie, Roseanne, je eingestellt wurde, hat sich erneut via des sozialen Netzwerkes zu Wort gemeldet, und wieder sorgt sie damit für Stirnrunzeln. Was zunächst wie eine normale Botschaft klingt, in der sie berichtet, dass es ihr gut geht, sie über ihren Skandal eingehend nachgedacht hat und noch einmal vehement bestreitet, eine Rassistin zu sein, wird es in den folgenden Tweets sehr schnell sehr bizarr. Barr hatte die Afroamerikanerin Valerie Jarrett, 61, Ex-Beraterin des früheren US-Präsidenten Barack Obama, 56, auf Twitter als Kinder-, Muslimbruderschaft- und vom Planet der Affen, bezeichnet. Nachdem sie diese schrecklichen Worte zunächst mit der Einnahme eines Schlafmittels rechtfertigte, hat sie nun eine neue Erklärung: Mantweet handelte vom Iran-Regime, nicht von Rasse. Und weiter in Tweet Nummer 3, Ruth Seeling schrieb Planet der Affen. Er handelt von Antisemitismus. Darauf bezog sich Mantweet, den Antisemitismus des Iran dies. Menschen mit geringem IQ können denken, was immer sie wollen. Kritiker ihres Tweets im Grunde als Dummköpfe zu bezeichnen, wird ihrem aktuellen Ansehen in der Öffentlichkeit wohl eher nicht zugutekommen. Nach diesen Worten setzte sie noch 6 weitere Kurznachrichten ab, darunter: Leute, ich habe Bäume gepflanzt, in der Erde gegraben, gesungen und empfinde eine gewaltige Erleichterung. Ich werde bald damit beginnen, mich in den Medien zu verteidigen. Dann wünschte sie zunächst eine gute Nacht. Wir gewinnen, gebt nicht auf, Frieden wird kommen, twitterte aber danach weiterhin munter drauf los.